Hallo und herzlich willkommen. Wir möchten euch etwas über unser Thema erzählen: Tarifverträge. Davon gibt es eine ganze Menge. Diese sind unter anderem Entgelt, Mantel, Branchen, Firmen, Rahmen, Lohn- und Gehalts- und Flächentarifverträge. Husch. Während Tarifverträge auf der Arbeitgeberseite sowohl von einem Arbeitgeberverband als auch von einem einzelnen Arbeitgeber abgeschlossen werden können auf der Arbeitnehmerseite nur Gewerkschaften Tarifverträge vereinbaren. Arbeitgeber und Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften vereinbaren darin verbindliche Rechtsnormen für das Arbeitsverhältnis und zu den jeweiligen Arbeitsbedingungen. Es gibt unterschiedliche Arten von Tarifverträgen, zum Beispiel den Branchen- und Flächentarifvertrag. Flächentarifverträge sind solche, bei denen zwischen den Tarifparteien vereinbart wurde, dass der Tarifvertrag für die ganze Branche und bestimmte regionale Bereiche, zum Beispiel für ganz Nordrhein-Westfalen, gelten soll. Zurzeit gibt es etwa 174 Wirtschaftszweigen in Nordrhein-Westfalen Flächentarifverträge. Ein Flächentarifvertrag kann sowohl für nur eine oder aber auch für mehrere Wirtschaftszweige, wie zum Beispiel die gesamte Metall- und Elektroindustrie, Gültigkeit besitzen, sodass in solchen Fällen auch oftmals vom sogenannten Branchentarifvertrag gesprochen wird. Daneben gibt es noch Lohn- und Gehaltstarifverträge, die sogenannten Entgelttarifverträge. Dies sind Verträge mit der kürzesten Laufzeit. In der Regel gelten sie ein Jahr. In ihnen werden fast ausschließlich die Höhe von Löhnen, Gehältern, Ausbildungsvergütungen, sogenannten Entgelten, geregelt. Außerdem gibt es Rahmentarifverträge. Diese haben meist eine längere Laufzeit. Sie beziehen sich auf die Beschreibung von Tätigkeits- und Qualifikationsmerkmalen für die einzelnen Lohn- und Gehaltsgruppen und die Kriterien der jeweiligen Einstufung. Zudem haben wir Manteltarifverträge. Sie werden langfristig abgeschlossen. Sie enthalten vorwiegend die grundsätzlichen und allgemeingültigen Vereinbarungen zu konkreten Arbeitsbedingungen wie Probezeit, Kündigungsfrist, Wochenarbeit, Regelungen zur Schichtarbeit und Ähnlichem. Zuletzt haben wir die Firmentarifverträge. Ein Unternehmen, das nicht in einem Arbeitgeberverband organisiert ist und besondere betriebliche Belange bezüglich der Wirtschaftskraft oder des Produktionsgegenstandes berücksichtigen möchte, kann bei Bedarf mit der zuständigen Fachgewerkschaft einen auf die besonderen Belange des Betriebs abgestimmten Tarifvertrag vereinbaren. Wegen der Beschränkung des räumlichen Geltungsbereichs auf den Betrieb bzw. das Unternehmen werden diese Tarifverträge als Firmentarifverträge bezeichnet. In Firmentarifverträgen werden auch häufig die Inhalte der branchenspezifischen Verbandstarifverträge übernommen. Man spricht dann von einem Anerkennungstarifvertrag. Wie ihr seht, gibt es eine ganze Menge von Tarifverträgen. Entgelt, Mantel, Branchen, Firmen, Rahmen, Lohn, Gehalts- und Flächentarif. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war unser Vortrag.